und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Was spielen wir gerade? Wildlands, jawohl. So. Vollmond. Wunderbar. Gut, also. Mal schauen, ob der Helikopter noch anfängt zu fliegen. Ich bezweifle es, aber. Ich mach das, ich fliege. Ich wette, ein Wheelie hast du nicht drauf. Ja, sei lieber froh, dass ich so starten kann. Gut, also, let's go. 1,5 Kilometer, das machen wir doch im Flug. Oh Gott, Entschuldigung, jetzt ist schon sehr spät. Hui. So, ich würde sagen, wir landen auf den Hügel da und machen genau das gleiche wie... Oder wir... Wir landen vielleicht da auf den Hügel, also gegenüber. Dann können wir vielleicht ein bisschen besser auskundschaften. Weil hier können wir nicht landen. Nee, okay, dann. Seht ihr das? Ein ganz tolles Resort. Ein kartelleigenes Resort. Erschrecken wir ein paar reiche Typen, stören den Kartelltourismus und schaffen Carcitas Arsch nach Agua Verde. Warte. Der ist schon da? Hä? Ich dachte... Okay. Für reiche und mächtige Menschen aus aller Welt. Wir müssen die Gäste überzeugen, dass dies kein sicherer Aufenthaltsort mehr ist. Sehe so viel Chaos wie möglich. Ohne die Gäste. Okay. Achtung, Feindpräsenz. Ach so. Wusste ich nicht. Drohne fliegt. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Hey, Kartellschütze. Sag mir wo. Beim Pool. Gut, aber Fernklasse können sie ja nicht stören. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Gut, da unten ist noch einer. Aber ein drittes Ziel. Da ist einer, aber das interessiert uns ja nicht. Das sind nur drei Leute. Easy. Warte, ich schau mal. Ich sehe gar nichts. Meine Drohne wird gestört. So. Da. Ich sehe einen Scharfschützen. Hab noch einen, macht 5. Okay. Sehe ich den? Also, die Markierung sagt ja. Aber ich sag nö. Beziehungsweise es ist mir zu bisschen zu riskant. Ja, jetzt sichern. Hä? Wo sehe ich den denn? Ach, Schmarrn, den kann ich nicht sehen. Gut, also, da unten. Uiuiui. Ist der da drin? Ich weiß es nicht. Quack, quack. Nee.
I don't can't see him. Okay, den können wir ja da lassen, weil, naja, der würde nur Aufmerksamkeit erregen, wenn der plötzlich tot wäre. Ah, ich vergaß, ich kann ja nicht springen. Na gut. So, oder wir holen ihn doch ab. Weil wir müssen ja das Ausrufezeichen holen. Aber nicht F, Tobi, nicht F drücken, weil dann niest du ihn einmal an und er ist tot. Ist das auch einer oder ist das ein Zivi? Ein Zivilist. Hi. Coopere y todo saldrá bien. Okay, alles ist gut. Pass, 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 bis! Rede, du Scheißkerl. Ich sag, was ich weiß, aber tu mir nichts. Wow. Ja. Okay. Hier ist Muni, brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Klick, klick. Ein Gouverneur aus Argentinien besucht das Resort, um eine Nummer zu schieben. Besorgen wir ein Video, wie sie aufeinander rumspringen und erpressen ihn dann? Das sollte reichen, um den Rest der VIPs zu vertreiben. Hä? Auf mir ist gerade ein roter Punkt. Stimmt irgendwie nicht. Warte, ich kann den ja auch abholen. Locker bleiben, alles ist gut. Dum, da, dum, dum. Ey, ruhig, Brauner. Ruhig, Brauner. Wir gehen jetzt hoch. Und dein Kumpel ist tot. Ey, der hatte sich ergeben. Ja, ich konnte ihn nicht K.O. schlagen. Ich konnte ihn nur niederschlagen. Ey, das ist unfreundlich. Man zeigt nicht mit Fingern auf. Mit Fingern. Mit dem Finger auf andere. So. Okay. Das war knapp. Und jetzt? Piche puto! Sabemos donde vives, cabrón! Sabemos donde vive tu familia! Fuck, das hinterlässt Spuren. Okay, dann darf ich das wirklich nicht machen. Also ich darf die nicht von hinten wegführen und dann erschlagen. Das darf ich nicht machen. Ich muss die einfach... Hier jetzt. Guten Tag.
So, und das ist in Ordnung, oder was? Was für ein Scheiß. Okay, wir sind cool. Guten Tag, Jungs. Ah, das ist das Problem, wenn das so ein Ende hat, was man eben beeinflussen kann. So an sich mag ich das total, aber nicht, wenn das wenn das so ist. Also ich meine, bei einer Schießerei, okay, dann ist es ja klar, wenn man... Passt auf, wir haben Feindaktivität. Wenn man... Ist es immer noch gestört? Ja. Die Drohne ist hin, die haben einen Jammer. Ja, genau, wenn es in der Schießerei ist und der sich ergibt, dann okay, dann ist es voll okay. Aber ich kann ihn ja nicht einfach laufen lassen. Also erstens wird er sofort Leute holen oder Alarm schlagen. Ich hab ein Ziel mit Maschinenpistolen. Und zweitens konnte ich nur... Ich konnte den nicht freilassen. Also ich konnte ihn nicht freilassen, so. Hier ist nur der da, ne? Und da hinten. Da hinten ist auch noch einer. Ja, das, und da geht's so tief runter. Wir können weiter. Was ist das? Parkplatz des Aerosols? Ich denke mal... Ja, das mache ich ja dann auch. Aber zuerst gehe ich zum Ausrufezeichen. Hier könnten Informationen sein. Mhm. Nicht runter. So. Haltet die Waffen unten. Die Menschen sind nervös genug. Nee, sind sie nicht. Warum sollten die nervös sein? Okay. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Ja, ich weiß. I know that. Markiere einen Tango. Zivilist in der Nähe. Auf Zivilisten achten. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Ja, wir machen es nur mit Absicht. Okay. Vor dem Haus ist auch noch jemand. Dreh dich um. Okay. Seht mal da, Waffenkiste. Ja, wow, brauchen wir aber nicht. Ah, doch. Wollte ich schon immer haben. Sturmgewehrmagazin. Hier drüben ist ein Narko. Da, auf dem Balkon.
dreh dich um. So. Ich dachte, das wäre ein Typ. Dabei ist es einfach nur ein Laptop. Und ich will die Waffen sehen. So, was haben wir hier? Also, das haben wir gerade gefunden. Was haben wir da? Kurzer Lauf. Sturmgewehr. SR3M ist auch nicht schlecht. Maschinenpistole. Kurzer Lauf. Scharfschützengewehr. Verbessert die Beweglichkeit. Das brauche ich eigentlich nicht. Okay, Bison. SAG. Saske. 12. Die ist halt auch nicht schlecht. Und da oben gibt es nur Dings. Okay. Alles klar. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? So, dann mache ich mich mal auf den Weg. Zum gelben Pfeil. Der schaut her. Das ist blöd. Das ist sauber, blöd. Alles sauber. Wenn er aufs Meer rausgeschaut hätte, dann okay. Okay, dann Fernglas. Machen wir mal das Ganze. Ich sehe einen Narko. Ja, schrei nicht so. Guten Tag. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie eine erhöhte Position haben, damit wir alle markieren können. Aber ganz hoch kommen wir eigentlich nicht mehr. Hey, Kartellschütze, beim Gebäude. Ja, genau. So. Als ob ein Helikopter im Anmarsch unten bleiben. Ja, als ob ein Helikopter bei so einem Wetter fliegen würde. Sind doch krank. Okay, da in dieser Richtung ist auch noch mal einer. Okay, alles klar. Wenn ich den sehen würde, wäre es halt richtig cool. Und Störung ist immer noch, ne? Meine Drohne wird gestört. Ja. Ich weiß nicht, ob es da funktioniert, aber ich versuch's mal. Hier ist ein Sicario beim Gebäude. Danke. Ich gehe mal die Treppen hoch. Und mal schauen, ob ich von hier. Nee, das ist. Dies ist nicht so gesehen, ne? Position. Hab das Ziel. Brauche neue Position.
Wenn es das nicht ist, weiß ich's auch nicht. Wir ballern hier rum, nur um die VIPs zu erschrecken und Karsita herzulocken. Einen Orden kriegt ihr dafür nicht. Er schießt nur keine Zivilisten. Position halten. Sorgen wir dafür, dass sich die VIPs ordentlich einscheißen. Echt jetzt? Alle bereit? Feuer! Hua! Schieße! Was soll der Scheiß in Deckung? Schnauze! Wir kommen halt her! Boah, letzter Schuss. Von wo? Wir haben verdammt nochmal Verluste. Verluste, hier drüben. Boah. Da kommt noch eine. Scheiße, zwei Verluste haben wir. Gebäude. Ah, ich komme hier nicht Gegner raus. Gegner im Gebäude. Ich komme hier nicht weg. Auf den Boden, Hubschrauber. Uiuiui, das wird nicht gut ausgehen. Einsatz abgeschlossen. Ja, wunderbar, jetzt müssen wir hier nur lebend rauskommen. Karsitas Ressort sieht schlimm genug aus. Ich schätze, die restlichen Gäste werden erpreisen. Das bringt Rumballern in aller Regel so mit sich. Hubschrauber! Hä? Wie kommt der hier hin? Hä? So ein Scheiß. Wie kommt der hier hin? Wie kommt der da rein? Naja, gut. Dann sterben wir jetzt. Wir haben halt keinen, der auf uns... ja, gut. Also, dann würde ich sagen, während wir hier verbluten, danke fürs Zuschauen und mal schauen, wo wir jetzt landen. Wir hatten halt auch eine blöde Position. Aber meine Männer anscheinend auch. Gut, bis dann. Macht's gut. Bye, bye.